ist das Ding. In einem packenden Pokalfight sichern sich die Männer vom BTV 1850 den HVB-Pokal 2017 gegen ein starkes Team von der SG Rotation. Dabei haben die Kreuzberger das erste Duell dieses Finaltages noch glatt verloren. Die Prenzlberger bringen eindeutig den lautstärkeren Anhang mit in die Sporthalle Neukölln. Und auch die Anfangsphase des Spiels gehört der SG Rotation. Schnell liegen die Männer aus dem Prenzlauer Berg 0-3 in Front. Doch das Team von Interimscoach Carsten Ohle kann die Nervosität abschütteln und übernimmt Mitte der ersten Hälfte die Führung. Für Ehrenpräsident Rainer Hampel ein guter Grund, vor dem zweiten Durchgang zuversichtlich zu sein. Es wird jetzt natürlich darauf ankommen, das Spiel sicherer zu machen. Das heißt also, die Fangfehler und die technischen Fehler zu vermeiden und die Spielzüge wirklich mal durchzuspielen und dann energisch also auch im Abschluss zu sein. Dann habe ich die gute Hoffnung, dass wir das heute siegreich gestalten können. Doch die Prenzlberger lassen nicht locker. Obwohl Jakob Schlichter, Tim Escher oder auch Stefan Käfer vorne jetzt eine Bude nach der anderen machen, hält Rotation den Anschluss. Ein sicherer Rückhalt in dieser Phase ist Keeper Vincent Stöckmann. Als es beim Stand von 17-16 7 Meter für Rotation gibt, ist das eine Schlüsselszene der Partie. Stöckmann hält und der BTV kann seinen Vorsprung im Anschluss auf 5 Zähler ausbauen. Da muss ich auch sagen, da hat Carsten mir den Tipp vorher gegeben, dass ich eine bestimmte Bewegung machen soll. Genau die habe ich gemacht und hatte dann Glück, dass ich den gehalten habe. Und dann hat es natürlich im Nachhinein das Team wirklich gepusht und es war gut so. Gut aus neutraler Perspektive auch, dass sich die Jungs von Rotation nie aufgeben und die Partie bis zur letzten Sekunde offen halten. Findet sogar BTV-Coach Carsten Ohle. Das war ein Kampf auf Biegen und Brechen. Das hätte jeder für sich in Anspruch nehmen können, verdient als Sieger von der Platte zu gehen. Von der Seite her nochmal einen herzlichen Dank an Rotation, dass sie so gefightet haben. Am Ende gewinnt der BTV 1850 mit 30-28 gegen die SG Rotation den HVB-Pokal und macht damit aus einer durchwachsenen Saison noch eine erfolgreiche. Wir stehen in der Liga nicht so gut da, deswegen haben wir heute alles reingeworfen und sind überglücklich, dass das geklappt hat mit dem Pokalerfolg. Und vielleicht sehen sich beide Teams ja nächste Saison in der Verbandsliga wieder, wenn der Rotation der Aufstieg gelingt. Diese Begegnung sollten sich Handballfans dann unbedingt vormerken.